Hi, ich wollte wieder ein Abnehmen-Tagebuch Teil 3 machen. Es ist heute ein bisschen früher. Letzte Male habe ich mich ja immer nachts gewogen, was glaube ich auch ein bisschen doof ist, aber stellt euch mal so. Wer nachts isst, nimmt ja auch sowieso, glaube ich, eher zu. Ich muss sagen, ich bin, wenn ich mich selber betrachte, ziemlich schockiert und finde das, also das Bein ist schon richtig fett und mein Face ist auch so übelst fett. Das ist schlimm. Auf jeden Fall habe ich es gestern, ich sage mal, geschafft, nicht zu kochen. Ich habe nur, ich glaube, eine Brezel und zwei Toastscheiben gegessen, weil von jetzt auf heute kann man auch nicht verlangen, dass jemand das schafft, überhaupt nichts zu essen. Also irgendwie, das ist so ein bisschen, da krümmelt man sich doch so ein bisschen die Toast. Auf jeden Fall habe ich hier meine Waage. Die Waage, die ich habe, die ist übrigens von Rossmann. Ich heb die, bevor ich mich wiege, immer so ein bisschen nach oben. Ja, und dann kommt es darauf an, wie man sich da drauf stellt. Ich stelle mich mal richtig. Ja, und dann kommt hier. Aha. Jetzt steht da 61,5, aber das stimmt nicht, weil ich nicht richtig gestanden habe. Naja, sieht man das? Man sieht halt die Zahl, aber die wird nicht stimmen. Ich mache das nochmal. Stelle mich weiter nach vorne. Dann sieht man, die Zahl geht auch stark nach oben. Wenn ich mich jetzt hochkant stelle. Also es ist irgendwas mit 62 oder weniger. Keine Ahnung. Man muss sich halt, wenn man auf der Waage steht, dann muss man sich halt richtig da drauf stellen und ein bisschen vor und zurück gehen, bis man das richtige Standverhältnis hat. Ja, jetzt steht hier Fett 62. Naja, aber wenn man halt, also jetzt steht hier 61,6, aber wenn man halt die Breite guckt, ne, dann ist es schon eher verständlich, dass es mehr ist. Also irgendwie. Ich habe heute halt als heutige Ration, ich denke mir mal, ich muss halt heute in Tag 3 anfangen, Kalorien zu zählen, sonst wird das auch nichts. Ich muss auf jeden Fall sagen, was mich halt stört, ist halt hier dieser Bereich, der ist sehr, sehr breit und das sieht in diesen Leggings ziemlich scheiße aus. Von hinten diese Beine. Attacken sehen scheiße aus und der ganze Oberkörper, muss ich sagen, der ist auch zu fett. Also mein Rücken ist irgendwie breit und naja, ich finde halt, das sieht scheiße aus. Andere finden das vielleicht nicht so extrem mit dem Gewicht, aber ich muss sagen, für mich selber, ich finde, das sieht richtig scheiße aus. Und das Schlimmste ist meine Fresse. Also, dass die so scheiße aussieht wie gar nicht. Also, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich will mir eine Krone kaufen und heiraten und so, ne, dann kann ich mich nicht in diese Traumfigur, die das macht, die sehe ich einfach nicht. Und so, nee, habe ich mir gedacht. Ich werde jetzt heute
anfangen, Kalorien zu zählen. Das wird heißen, ich werde mal stöbern in Lidl. Dann werde ich wahrscheinlich, ich werde Salatsoße oder irgendwas kaufen, wegen diesem Kühlschrankcheck, was ich halt noch essen kann. Also das Hähnchen, das werde ich erst am Sonntag oder Samstag machen. Und weil ich muss erst mal runter von dieser 60, bevor ich was esse. Naja, und bevor halt der Salat schimmelt, könnte ich mir vorstellen, eine Teilportion Salat zu essen vorher. Vielleicht mit Thunfisch oder so. Weil das habe ich letztens mal auch schon mal nachts gegessen und das schmeckte sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mit der Milch muss ich sagen, das muss ich auch aufpassen. Mein Outfit habe ich hier übrigens, fürchterlich sieht das aus. Ja, vor allem, wenn man das so umdreht, ne, dann sieht man einfach diese ultrafetten Beine. Und das finde ich, steht mir gar nicht, das Gewicht. Also, ich hoffe, an Weihnachten kann ich wieder dasselbe Outfit anziehen und sehe dann besser darin aus. Aber im Moment kann ich das gar nicht sagen, dass das irgendwie gut aussieht. Leider. Ja, ich habe mir übrigens beim Primark neue Socken gekauft. Und da gab es zum Beispiel diese hellgrauen Frankenstein oder hier diese orangenen. Da habe ich jetzt Bock, die Orangenen anzuziehen. Aber beim Primark muss ich sagen, da gab es ja auch schöne Kaschmirpullover. Zieht ihr die Socken eigentlich über die Hose? So. Oder zieht ihr die Socken unter die Hose? Ich muss sagen, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat immer so den Sockenrand aus den Turnschuhen rausstehen gehabt. Und das sah sehr, sehr gut aus. Das Mädchen da, aber diese Beine, die müssen halt wirklich weg, muss ich sagen. Die sind nicht schön. Hier habe ich eine schöne neue Jacke von Primark. Die gab es nicht in Pink oder Lila oder Blau oder irgendwas anderes. Die gab es so. Also habe ich mir die geholt. Ich habe mir gedacht, das passt eigentlich so Torelei-mäßig oder Lizzy Halls-mäßig, weiß ich nicht. Ja, ich habe mir die geholt. Der Pullover, der ist von Amisu. Oh. Ja, jedenfalls sieht das jetzt so aus und dann natürlich ohne Extensions auch total scheiße. Also ich weiß nicht, das sieht so schlimm aus in meinem Empfinden. Aber meistens ist es halt so, wenn man selber dran schuld ist, so scheiße. Man kann natürlich so ein bisschen posen, damit das alles vertuscht wird. Aber die Beine, die kann man wirklich sagen, die sind eine Breite, die hässlich ist, und das Gesicht halt auch. Das wäre bei jeder Ever After High Puppe auch. Die sind ja etwas fetter, aber die hören dann auf bei 56 Kilo oder so, hören die einfach auf, diese Beine zu haben. Und halt das Gesicht ist bei denen halt, muss ich sagen, leider unnatürlicherweise so fett, weil das Puppen sind und keine Menschen. Die Figur, die ist halt, dünner als das Gesicht. Deswegen wahrscheinlich viele denken, oh, dann mache ich mir so ein dickes Gesicht und so ungefähr. Und habe dann hier so fett alles. Aber halt dann sieht man die Beine, oh scheiße, die sehen überhaupt nicht aus wie das, und das, glaube ich, ist echt unnatürlich. Klar, auch die Haare, ich meine, das Menge an Haare, was so eine Puppe da hat,
Das hat man einfach nicht dann als normaler Mensch. Und das ist halt, also mein persönliches Manko. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel jünger wäre oder so, ne, wäre auch wieder anders, das ist auch schwer. Aber so ein bisschen wollte ich halt aussehen wieder. Wie ich glaube von diesen Puppen, also müsste ich mal zum Puppenberater oder so. Ich denke mir mal sowas wie Lizzie Hearts passte ganz gut oder halt eine andere. Aber den anderen ist immer die Frage, sind das jetzt blonde oder sehr, sehr helle Typen oder sind es auch ein bisschen dunklere? Da weiß man halt nicht, oh, ob das halt geht, ne? Aber weiß ich auch nicht. Naja. So, jetzt hoffe ich mal. Die Beine sehen aber jetzt auch ein bisschen abgehackt aus, wenn ich das jetzt hochziehe. So, den Pullover. Sieht das vielleicht besser aus? Es sieht halt scheiße aus, wie jemand, der blöd, aber wir haben es ja jetzt gesehen. Also das Gewicht ist tatsächlich schlimmer als man dachte, weil einfach man kommt sich vor, als wäre es alles schlimm. Und ausgezogen, muss ich sagen, finde ich, geht es gar nicht, weil ausgezogen alles scheiße ist. Also nicht gut. Ja, auf jeden Fall, was heute Abnehmtagebuch. Und hoffentlich, ja, sehen wir uns am Freitag mit einer 59 und am Montag mit einer vielleicht 57. Also ich muss sagen, das Höchste, was ich jetzt hier noch will, ist am Montag die 59. Ich kann nicht dieses über 60, finde ich scheiße, muss ich sagen. Hier dieses ganze Fett, das kann... Ich werde mal vielleicht ein bisschen spazieren gehen oder joggen auch. Und dann hoffe ich, dass das ein bisschen besser aussieht. Ja, und dann hoffen wir uns, freuen wir uns auf einen schönen Weihnachten. Da kann man ja dann auch wieder essen. Aber wenn man das wirklich teilt, es ist gar kein Spaß, das ganze Öl in die Pfanne zu schmeißen und Zusätze noch zu essen, weil man einfach essen will oder halt, ach, das ist alles nichts, muss ich ehrlich sagen. Sollte man nicht machen, wenn man nicht unbedingt mit dem Gewicht leben möchte. Oder man sollte das halt machen, wenn man sich sicher ist, fett sein zu wollen. Aber wenn man das sich nicht vorstellen kann, dann besser nicht. Besser ein Essen, aber dann halt essen, wenn es nötig ist und nicht, wenn irgendwas... einfach nur so und dann noch eine Tüte Chips. Ich glaube, die sind ja auch richtig schlimm. Ich will die Dinge nicht schlecht reden, aber boah, einfach mal so Chips und Knickknacks. Also ganz ehrlich, davon, wie man jetzt sieht, wird man schon richtig hässlich. Weil das nur Fett ist und keine Nährwerte hat und boah, richtig ekelhaft ist. Ja, dann doch lieber eine neue Jeanshose. So eine schöne, teure. Also ich träume ja jetzt auch von so einer Jeanshose, aber die habe ich mir noch nie gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es die Marke noch gibt. Ich glaube, die heißen Citizens of Humanity. Die gibt es beim Bräuninger. So eine Hose ist ein bisschen was edler als, also rein stilistisch halt. So eher Ü30, würde ich sagen. Ja. Früher fand ich diese Seven for All Mankind richtig geil oder diese True Religion oder ach, weiß ich nicht, DKNY. Da gibt es noch andere Sachen, die gut sind, aber jetzt würde ich auch mal so eine Citizens of Humanity und so einen richtig geilen Teddy-Mantel tragen oder halt mal gucken. Beim Primark muss ich sagen, die Jeanshosen, die passen mir gar nicht. Weil die sind richtig eng, übelst eng. Und die haben überhaupt keinen Stretch, gar nicht Stretch. Ja, und jetzt
Muss ich morgen zur Bank, weil meine Oma verstorben ist? Vielleicht kann ich mir irgendwie eine schwarze Hose kaufen davon, von dem, was da abgefallen ist. Das wäre ganz geil eigentlich. Ja, auch schlecht. Aber früher hat mir die Oma auch öfters mal, sage ich mal, Geld geschickt, damit ich mir halt mal was zum Anziehen kaufen kann, weil das kann man ja so gar nicht, weil das einfach alles so teuer ist und so. Und ja, meine Mutter hat es mir Geld dann nicht gegeben, ne? Hat es dann unterschlagen und da gab es dann auch gar keine Einigung mehr, keine Gespräche, gar nichts. Naja, und jetzt, meine Mutter ist jetzt auch gestorben, weil die wollte ja, denke ich mir, sehr, sehr viel Geld und das war dann halt auch noch der ihr Ernst und dann haben die, denke ich mal, auch einfach abgeknallt, weil es denen, weil ich meine, wenn die so unterstützen, wie dass sie behindert sind, dann können die genauso gut, sag ich mal, alle Frauen aus dem Puff schmeißen und mich da alleine bumsen lassen, das wäre auch noch was, also weil brauche ich doch nicht, dass ich das irgendwie schaffe. Wäre mir schon klar, aber naja, die unterhalten sich halt dann. Hatte ich nie verstanden. Nie, nie, nie. Habe ich in Deutschland kein einziges Mal verstanden, warum die fast blöde Fotze da unterstützt haben. Und mich dann eiskalt nicht. Aber ja, hoffentlich kommt die nie wieder. Hört ja auf, die Leute zu nerven. Ja, und andere kommen vielleicht besser damit klar. Weiß ich nicht, aber die kam halt, denke ich mir, mit ihrem Leben nicht klar und die hatte auch zu viele Teufel in sich und hat zu viele Tiere auch gequält und was man nicht noch alles scheißegal sein könnte. Das hat der nicht geschadet und die Oma, die war halt ein anderer Mensch. Naja, dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal wiegen und hoffentlich haben wir dann ein besseres Gewicht. Ja. Okay. Bis dann. Tschüss.